Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge A Plague's Tale. Und wir befinden uns immer noch hier unten in den Katakomben und müssen weiter in den Kapitel Die Wiege des Jahrhunderts. Also, es ist dieser Geruch. Aber wir gehen auch weiter. Ich kann kaum atmen. Oh, es ist falsch. So falsch. Du, was links und rechts. Sie ist hier, Amicia. Ich will nicht. Aber wir müssen. Wir müssen. Echt mal eklig aus. Aber wir müssen. Wir müssen. Oh, sieht böse aus. Gott, es wirkt wie eine Kathedrale. Das wurde für ihn gebaut. Also, ist er hier unten? Ja, irgendwo im Herzen dieses Ortes. So stelle ich mir die letzte Schwelle vor. Elia konnte ihn nicht retten und das ist das Ergebnis. Aber was... Was ist passiert? Was ist mit ihm geschehen? Ich will's nicht wissen. Musst du aber. Er hat dich hergeführt. Das ist dein Erbe. Ich will kein Erbe. Ich will normal sein. Okay. Aber mal runter rein. Ich dachte, man kann vielleicht irgendeine Tür öffnen, aber das kann man anscheinend nicht. Hugo, bevor alles normal werden kann, musst du erst überleben. Das sagst du so, aber ich vernichte alles. Aber doch nicht mit Absicht. Du bist ein Kind. In der Roten Stadt gab es auch Kinder. Es ist schwer, Hugo. Wir kennen uns nicht gut, aber ich weiß, dass du eine zweite Chance verdienst. Selbst wenn wir durch die Hölle gehen müssen. Ja, mein Kopf. Sie wird lauter. Ich will ihn aus meinem Kopf. Wir sind gleich da. Mein Gott, wie tief geht das denn? Da unten könnte deine Rettung sein, Hugo. Wozu? Wenn ich immer alles ruiniere. Hör auf. Du musst mir vertrauen. Ich kann nicht. Amicia. Sophia. Schätzchen. Okay. Bitte. Ich weiß. Nein. Weißt du nicht. Warum tust du das? Amicia. Komm. Ich trage dich. Wir machen das zusammen. Das ist zu viel. Okay. Tut mir leid, dass du das durchmachen musst. Ich helfe dir. Ich will Ruhe. Die bekommst du. Aber erstmal musst du leben. Ich brauche dich. Ich fürchte mich vor mir selbst. Du wirst leben. Wir kämpfen. Wir halten durch. Was ist da denn los? Oh, das sieht nicht so gesund aus. Ist das der Junge? Ist das der Träger? Was sind da? Er wurde eingesperrt. Das ist aber nicht nett. Aber die Ratten konnten ihn auch nicht befreien. Sie hatten Angst vor ihm, vor seiner Macht. Und deswegen haben sie all das gebaut. Einfach nur aus Furcht. Sie haben ein Kind getötet. Er entfesselte die Ratten. Sie brachen durch ihre Mauern. Keiner konnte sie aufhalten. Hier begann sie. Was? Die Justinianische Pest. Er war traurig. So traurig und wütend. Deshalb hat uns die Makula hergebracht. Es muss hier etwas geben. Eine Schriftrolle. Eine Fiole. Irgendetwas. Hier ist gar nichts. Elia, sie versagte. Da schwimmen Ratten drin rum in diesem Zeug. Sie hat versagt, Sophia. Ich weiß. Ungerecht! Denn wenn ich sterbe... Du stirbst nicht. Werde ich sie auch alle töten? Nein, Hugo. Ihm war nicht bestimmt zu sterben. Aber sie nahm ihm die geliebte Beschützerin. Er verlor die Hoffnung.
Also gab er der Makula nach und verdammte sie alle. Ja, und zwar zu Recht. Nein, wenn ein Wort von ihr ihn erreicht hätte. Wie weniger allein er doch gewesen wäre. Er hätte weitergelebt und Millionen verschont. Verstehst du? Du wirst nicht sterben. Und ich bin für dich da. Ich sorge für dein gutes Leben. Ein Leben ohne Kämpfen. Möchtest du das? Finden wir ein Zuhause. Na. Die sind da wohl anderer Meinung. Oh, jetzt kommen die Ratten. Ich war ja klar. Oh, keine Rennszene, bitte. Doch. Schnell, schnell! Lauft! Okay, das waren ganz schön... Sie wollen nicht, dass ich gehe! Das können Sie vergessen! Spart euren Atem! Bleibt bei mir! Also über Licht rein. Oh. Nein! Hoch, hoch, hoch! Sophia! Links von dir! Verdammte Axt! Alles stürzt ein! Wir können es schaffen! Halt ihn an! Ja, wir versuchen es! Okay, da war ich wohl zu langsam. Es wird alles einstürzen! Sie sind so wütend! Einfach ignorieren! Oh Gott, sie lassen es nach! Ja, wir können es schaffen. Ja, wir versuchen es. Alter Schwede. Ich dachte, er könnte hier was machen, der Junge, aber er kann gar nichts machen. Das sind die Ratten. Ich versuche es. Ja, wir laufen noch schon. Eieieiei. Oh. So laufen. Es sind so viele. Kasse vorwärts kommt, laufen. Kommt. Meine Beine. Gar nicht. Ihr habt mich stehen bleiben. Okay, okay. Oh, oh. Ha! Ich helfe dir hoch, na los. Diese Mistviecher geben nach rechts. Ich sehe Licht. Scheiße. Schaffen wir das? Wahrscheinlich. Aber ist ja nicht viel Licht jetzt gerade hier, oder? Oder reicht das Mondlicht auch? Eigentlich ja nicht. Stecken die da drin fest. Hier sind wir sicher. Ist jemand verletzt? Hugo? Das war grauenvoll. Oh oh. Ja, die Makula hat dich hineingelockt. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Die Makula hat ja wirklich ein Händchen für Kinder. Sie haben ihn angekettet. Ja. Aber das Wichtigste ist, dass du überleben wirst. Nein, das ist aber nicht das Wichtigste. Es macht mir Angst, dass die Menschen so böse sind und dass sie mich zu diesen Dingen zwingen. Du hast recht. Hör zu. Es wird immer Menschen geben, die Furchtbares tun. So ist die Welt leider. Aber vertraue in das Gute in dir und in das Gute in anderen. Hab Vertrauen in jene... Die wollen, dass du glücklich bist. Freunde. Wie mich? Freunde geben dir ein gutes Gefühl, oder? Ich verstehe, dass du zweifelst. Aber vertrau mir. Vertraue uns. Ich vertraue euch. Wir finden für uns ein Zuhause. Verlassen wir diese Insel. Okay. Unser Boot wartet. Und auf dem Weg dorthin ein Rattenmeer. Kein Problem für uns. Alles wird anders werden. Naja, was können wir jetzt großartig machen? Oh, noch ein Kapitel? Kapitel 12, ein besseres Leben.
Na, ob es so weit kommt, dass wir ein besseres Leben führen können? Ich denke, nein. Es muss ja irgendwie einen Schlussstrich geben oder irgendwas. Es wird einfach nicht besser. Und das, obwohl sie ein Mittel gegen die Nager einsetzen. Andere haben das auch und starben dann doch. Es ist zu spät. Wir müssen gehen. Aber es geht nicht mehr nur allein um die Insel, Hugo. Wir müssen hier weg, sonst verdammen wir noch alles. Okay. Uncool. Naja. Erreiche den Hafen. Whee. Vorsicht, es geht runter. Alles klar. Es muss sein. Tut mir leid. Ja, Verzeihung. Kommt, gehen wir. Eine richtige Fackel. Nicht ein blödes Holzstück. Ab jetzt gehen wir ruhig und mit Bedacht vor. Kein unnötiges Risiko. Hugo, sag uns, wenn du dich komisch fühlst. Mach ich. Ich will hier endlich weg. Irgendwas passiert doch jetzt. Also gut, zum Hafen. Kommt. Hä? Hey, Madame! Was ist das jetzt? Ihr seid doch die Gäste der Gräfin. Seid ihr verletzt? Nein. Uns wurde befohlen, euch zu eskortieren, und zwar zum Palast. Eigentlich wollten wir soeben... Ihr habt Besuch. Besuch? Wen? Eure Mutter und ein Junge. Oh, natürlich. Denkst du, dass sie böse auf uns ist? Keine Ahnung. Ich... Wir sollten sie sehen. Es ist schon lange her. Ja. Weglaufen bringt hier wohl nichts, denke ich. Wow. Seht euch nur mal an. Nur eine Mutter kann dazu in der Lage sein. Also gut. Wisst ihr was? Ich gehe zum Hafen und bereite das Boot vor. Ihr kommt nach, so schnell ihr könnt. Ohne für dich. Fackel? Ach so, wollte gerade sagen. Was auch passiert. Du musst die Flamme am Leben halten, ja? Ja, sei vorsichtig. Keine Sorge. Ich habe von euch beiden gelernt. Lustig. Zeigt uns den Weg. Was sagen wir ihr? Die Wahrheit. Wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben. Und ich bin schuld. Ich verteidige dich. Mein Held. Schnell! Bevor sie zurück... Wird der Palast standhalten, mein Herr? Vorerst. Der Graf hat den Leuten die Tore geöffnet. Aber es gibt zu viele Tote und Verletzte. Haben wir gesehen. Vorsicht! Zurück! Oh, wie der kaputte Wagen, den wir gesehen haben. Shh, ja. Wo haben Sie das her? Ihr seid sicher, solange ihr in diesem Bereich bleibt. Aber draußen, ohne Licht. Ja, das wissen wir. Wie auch immer, jetzt seid ihr sicher. Denkt er. Evakuierung geplant? Noch nicht. Erst wenn sich alle versammelt haben. Unten stand gesammelt haben. Zur Brücke! Das ist ein Unterschied, ne? Versammelt oder gesammelt? Macht mehr Feuer auf der Hauptstraße! Los, schneller! Die Flammen müssen lodern! Ich brauche hier Hilfe! Sieht aus wie im Krieg. Helft mir bitte hiermit! Die Ratten rücken an der Ostflanke vor! Wir brauchen nur Fackeln! Sie müssen hier weg. Ja. Niemand kann sie besiegen. Sie die Verletzten. Kombatanten rein. Meine Wir freimachen. Ihr könnt sie reinbringen. Alles klar. Verstanden. Viel Glück. Legt Gräben an und füllt sie mit Teer. Lasst sie ununterbrochen brennen. Eine Lücke und der Palast könnte fallen. Und wenn die Ratten in den Palast gelangen? Dann seid ihr tot. Ich will Feuer sehen. Wurde der Karren repariert? Wir brauchen ihn schleunigst am Wall. Noch einer. Ach, hör doch auf. Das Ding ist so alt, dass es jederzeit hochgehen könnte. Hier oben sind Verletzte. Ist kein schöner Anblick. Das Kind sollte lieber wegsehen. Ich kenne Blut. Trotzdem, sieh nicht hin. Da sind noch mehr. Mein Arm! Es brennt! Das sind die, die gebissen wurden. Er darf ja, bald breitet es sich aus. Es ist vorbei. Lass ihn zurück. Nein! Nein! Sei vernünftig. Sind die Ratten aus dem Gemälde? Es kommen noch mehr verletzt. Ist das die Ankunft des Sohnes? Der Sohn
sollte uns in helle Tage führen, nicht in dieses Gemetzel. Ruhe! Keine Zeit für Diskussionen! Kinder! Na, wo führt er uns hin? Dank sei dem Grafen für diese Speise. Ist nicht viel, aber wir müssen die Vorräte einteilen. Beten wir, dass dieser Albtraum bald vorbei ist. Das ist meine Schuld. Schon unvorsichtig, der Hugo immer, ne? Sein Aussagen. Der Sohn stellt uns auf die Probe. Verliert nicht den Glauben. Kündigen die Ratten wirklich sein Kommen an? Hierdurch. Warum bringt ihr uns um? Euch auch. Besänftigt eure Herzen und betet. Betet zu ihm. Mama! Ihr seid hier. Okay. Mein Gott, ihr lebt. Sind wir wieder zu viert. Mutter, komm her. Bitte, komm her. Mutter, wie geht's dir? Dein Kopf? Nicht schlimm, keine Sorge. Ihr habt uns gefunden. Wir mussten nur eurer Spur folgen. Aber sagt schon, ist sie das? Die Insel? Die aus deinem Traum? Da war noch ein Träger, er war wie ich. Noch ein Träger? Ja. Im 6. Jahrhundert. Der Junge hieß Basilius. Wir fanden ihn angekettet in einem Gefängnis, vom Orden für ihn erbaut. Was? Sie gerieten in Panik, weil er die letzte Schwelle erreicht hatte. Und sie entrissen ihn seiner Beschützerin. Und sperrten ihn ein, um einzudämmen, was dann passierte. Eine neue Pest. Im 6. Jahrhundert war die... Justinianische Pest. Wir wussten von ihrer Verbindung zur Makula, aber es begann also hier, mit diesem Basilius? Aber es war nicht seine Schuld. Er war nur ganz allein und hatte Angst. Ja, Mutter, Magister Vaudor sagte, Hugo sei verdammt. Aber das ist nur das, was der Orden glauben will, wegen der Erfahrung, die sie mit Basilius gemacht haben. Ihm fehlte die Beschützerin. Mit ihr an seiner Seite wäre sicher nichts davon passiert. Überleg doch. In den letzten Monaten, unterwegs, um uns herum war alles ruhig. Wir waren zusammen und alles war gut. Es ging ihm gut. Das ist wahr. Etwas sagt mir, dass wenn wir uns an einem Ort sesshaft machen werden und als Familie zusammen sind... Vielleicht hört die Pest auf. Mit der Zeit. Sie würde nicht schlimmer werden. Die Angst trübt unseren Verstand, oder? Doch niemals deinen, Beschützerin. Ja. Wir haben doch dieses Haus in den Bergen, wisst ihr noch? Wir wären dort sicher. Wir wären mächtig und groß. Verzeiht die Störung. Der Graf will euch sehen. Mich? Jetzt? Aber wir wollten gerade gehen. Er ist der Graf der Provence, Madame. Ja. Wir warten auf dich. Und hier wird es ohnehin sicherer als draußen sein. Gut. Oh, irgendwas Gutes ist es bestimmt nicht. Das ist ein Bär vor uns da, ne? Folgt mir. Wenn der uns mal nicht gleich umbringen will. Wisst ihr, was der Graf von mir will? Nein. Ich dachte, er wäre mit dringenderen Angelegenheiten beschäftigt. Euch zu sehen muss dringend sein. Benehmt euch in seiner Gegenwart würdig. Es herrschen dunkle Zeiten. Er ist genauso betroffen wie wir. Alles klar, werde ich. Das Haupttor ist vorerst sicher genug. Der geht aber der westliche Wall ist immer noch schwach. Wenn die Ratten dort eindringen, können wir die Verwundeten nicht mehr evakuieren. Ich will wissen, wo die Ratten herkommen. Schickt Späher aus. Wenn wir einen Weg finden, sie zu hemmen, aufzuhalten oder direkt in die Hölle zu befördern, ist es das Risiko wert. Mein Herr, sie ist hier. Gut, dieser Krieg ist wie kein anderer. Aber es bleibt ein Krieg. Wegtreten. Und glaubt daran. Es ist noch nicht vorbei. Jawohl! Ich kann nicht weiter gerade rausgehen, ich kann zurückgehen, okay. Komm, ich brauche dich. Verstanden. Graf. Ihr habt diese Biester überlebt? Gerade so. Tut mir leid um euer Land. Ein Herrscher sollte wissen, dass kein Frieden ewig anhält. Aber ich muss zugeben, dass ich nach Jahren des Krieges gehofft hatte, dem wäre so. Verstehe.
Die Narben sind noch frisch. Sie beherrschen den Geist, obwohl man bloß Ruhe will. Verzeihung, ich... Nein, bitte. Es stimmt genau. Das ist menschlich, denke ich. Stimmt. Aber das hält dich nicht davon ab, zu kämpfen, wenn es sein muss. Ja. Brüder und Schwestern, ich bitte euch, fürchtet euch nicht. Die Ratten sind die Vorboten des Sohnes der Glutasche. Bald kehrt er zurück. Kommt der Sohn wirklich? Die Anzeichen sind klar. Ihr meint die Ratten? Nicht nur die Ratten. Komm, sieh es dir selbst an. Ja. Ja, tu es. Ich sehe es mir selbst an. Oh. Oh. Was für ein Arsch. Emily will den Jungen, Amicia. Es tut mir leid, aber ihr Entschluss steht jetzt fest. Was meint ihr damit? Dass dein Bruder der Sohn der Glutasche ist. Sie muss ihn haben, also musst du sterben. Nein, nein, hört zu! Ihr liegt mit allem falsch! Mit eurem Kult, mit allem! Du hast wahrscheinlich recht, weil ich das meiste davon erfunden habe. Und ich hab's für sie getan. Was? Emily, ihre Eltern raubten ihr den Verstand, sodass sie sich selbst das Leben nehmen wollte. Sie vergiftete sich selbst. Ich brachte sie her und erzählte ihr die Geschichte des Sohnes der Glutasche. Sie hat sie nicht nur geglaubt, sondern in Hoffnung für die Menschen verwandelt. Ihr habt sie angelogen! Was versuchst du da? Nimm dein Schicksal an! Oh, war ich zu spät. Nochmal. Ich hab doch gedrückt bei B, oder muss ich genau in dem Moment... Miststück! Hugo, lauf! Zurück zu ihnen! Los! Ich werde sie nicht verlieren! Fahr zur Hölle! Wo willst du hin? Du bekommst ihn nicht! Weiter! Nach rechts! Komm schon! Schnell! Du weißt nicht, was auf dem Spiel steht! Fahr zur Hölle, Arschloch! Ich wollte geduldig sein! Nein! Los. Nein! Du kriegst ihn nicht! Ich finde dich. Du wirst sterben wie ein Köter. Hey, was ist hier los? Ich brauche Hilfe. Bitte, wie komme ich hier raus? Wer bist du? Wo ist sie? Hinter der... Nein, sei still. Alle raus hier. Bleib außer Sicht. So, nur wir zwei. Ich muss hier weg. Komm schon dumm von mir. Ach, da bist du. Okay. Ich wusste nicht, dass der Typ so schnell kommt. Aber ich kann da hinten über die Dings springen. Wo ist sie? Hinter der Eile! Sei still! Alle raus hier! Bleib außer Sicht! Komm schon! Beenden wir es! Ich weiß, es scheint ungerecht. Aber du hast keine Ahnung, wie man herrscht. Krieg ist einfach. Ich könnte fliehen, ist zwecklos, Amicia! Verdammt! Du kriegst... Oh, fuck. Okay. Fliehen ist zwecklos, ja. Wenn er mir jetzt ein Schwert auf den Kopf haut, ist natürlich uncool. Wo ist sie? Hinter der... Nein, sei still! Alle raus hier! Bleib außer Sicht! Komm schon. Beenden wir es. Ich weiß, es scheint ungerecht. Aber du hast keine Ahnung, wie man herrscht. Krieg ist einfach. Ich könnte alles zerstören. Doch sie hat mir einen anderen Weg gezeigt. Sie hat diese Aura. Du hast sie gesehen. Ich hab dich gehört. Bleib einfach, oh, wo du bist. Dumm? Wo soll ich denn jetzt hinlaufen? Ey, wie nervig ist das denn bitte sehr? Wo ist sie? Bleib außer Sicht. Okay. Komm schon. Beenden wir es. Ich weiß, es scheint ungerecht.
Aber du hast keine Ahnung, wie man herrscht. Krieg ist einfach. Ich könnte alles zerstören. Doch sie hat mir einen anderen Weg gezeigt. Sie hat diese Aura. Du hast sie gesehen. Alicia, du bist so laut. So kannst du mir nicht entkommen. Mann! Wo soll ich denn da hin? Ich bin zu laut, sagt er. Muss ich warten, bis er da vielleicht durchläuft? Ich werde es testen. Hinter der Eiche! Sei still! Alle raus hier! Bleib außer Sicht! Du bist ein kleiner Tollpatsch, die gute Amicia. Beenden wir es. Ich weiß, es scheint ungerecht. Aber du hast keine Ahnung, wie man herrscht. Krieg ist einfach. Ich könnte alles zerstören. Doch sie hat mir einen anderen Weg gezeigt. Sie hat diese Aura. Du hast sie gesehen. Jetzt hier unten bleiben. Geht er ja dadurch als erstes. Steht er da. Macht er jetzt. Mehr ist, wo soll man denn hin? Fragt mich. Muss ich wieder zurücklaufen eigentlich? Ist ein anderer Weg? Da hinten die Tür, ja, ne? Ah, okay. So klingt jemand, der sich verstecken will. Warte mal. Muss immer zurückgehen und da hinlaufen, dann können wir ihn vielleicht austricksen. Doch nicht. Geht wieder hinten hin. Oh nein! Hast du gesehen? Kann man sehen hier? Ich glaube nicht. Aber jetzt hat er das Holzding da weggehauen. Lässt schon wieder so ein Stückchen. Es gibt kein Entkommen. Und wo er längst läuft jetzt? Ah. Vielleicht ist er hinten längst. Er läuft da. Ach man, ich dachte, er geht jetzt mal ganz woanders hin. Macht er nicht. Geht wieder zurück, ne? Ach, der Affe, ey. Du versteckst dich gut, Respekt. Versteckst du dich da drüben? Du kommst hier sowieso nicht raus. Oh. Da bist du ja. Hey, was ist hier los? Zurück. Nein, betreten verboten. Och man, das ist nicht wahr, oder? Steht der Spacken da im Weg? Muss ich das Ganze jetzt nochmal machen? Oh, das hätten die auch anders lösen können. Hinter der Eiche! Sei still! Raus hier! Bleib außer Sicht! Komm schon! Beenden wir es! Ich weiß, es scheint ungerecht. Aber du hast keine Ahnung, wie man herrscht. Krieg ist einfach. Ich könnte alles zerstören. Doch sie hat mir einen anderen Weg gezeigt. Sie hat diese Aura. Du hast sie gesehen. Warten, bevor sie zurückkommt. Blöder Affe, ey.
führt mich direkt zu dir. Warte mal kurz. Vielleicht kommen wir da nochmal raus gleich. Ich weiß es nicht. Wo könntest du sein? Wo könnte ich wohl sein? Hier ist wieder der Längsaffe. Was ist hier los? Zurück! Nein, betreten verboten! Wo rennst du hin? Es gibt kein Entkommen! Mutter, Lukas, wenn er sie angefasst hat! Es ist zu spät! Sie weiß, dass er existiert! Scheißkerl, Scheißkerl! Oh, oh, er kommt aus dem Kreis. Die Leute glauben an sie, genau wie an den Sohn! Bleib weg von mir! Verstehst du nicht? Das alles ist größer als du. Gib auf! Nein! Ach Mann! Woher soll man denn wissen, wo man da hinlaufen soll, wenn die ganze Zeit da dumm rumläuft? Ja, man das vielleicht sehen kann. Ich hoffe, jetzt muss ich das normal machen da. Ja, okay. Aber das ist schon blöd gelöst. Man muss es auch schon sehen können. Die Leute glauben an sie, genau wie an den Sohn. Bleib weg von mir! Ah, ich komme da gar nicht durch. Oh Mann! Ey. Dumm. Wie dumm. Die Leute glauben an sie, genau wie an den Sohn. Bleib weg von mir! Verstehst du nicht? Das alles ist größer als du. Gib auf! Gib deinen Bruder auf! Es könnte so einfach sein. Du Ära! Ihr werdet alle sterben, wenn ihr ihn uns wegnehmt. Sei nicht so dramatisch. Du wirst verschwinden und niemand wird dich vermissen. Gib einfach auf. Du hast so lange eine Lüge gelebt, dass du die Wahrheit nicht mehr siehst. Die Wahrheit ist, dass alles außer ihr verdorben ist. Okay. Diese Welt am Leben. Wir beschützen. Spiel dir. Da kommst du jetzt noch nicht raus. Du? Fahr zur Hölle! Du Schwein! Ich muss die anderen finden. Schnell. Ich muss irgendwie wieder nach oben. Stimmt, aber wir machen jetzt ab hier einen Break. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Meine Schulter ist endgültig ruiniert. Es tut so weh.